Sie wurden bedient und sie waren bedient. Die Kunden in der Deutschen Kulinarischen Republik. Sie ließen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Zum Schluss waren sie wirklich satt. Er war immer dabei bei Festen. Es war immer eine Platte Broiler dabei. Man hat meistens mit den Fingern gegessen. Die Henkel abgemacht. Gegessen und hat sich Stücke Brustfleisch genommen. Das war immer das Schönste, die Brust. Ja, das Gold ist also, ich sag mal, so das letzte Geheimnis dann im Rezept beim Grillen. Also Gold haben wir hinzugefügt, um das Produkt besonders ansprechend zu machen. Und wir waren meiner Meinung nach Schlemmermäuler ein bisschen, weil wir vielleicht anderes nicht so konnten. Und ihn mochten sie besonders, den Goldbräuler. Er machte eine glänzende Karriere in der DDR. Wo er herkam und wer ihm seinen rätselhaften Namen gab, das war dem Feinschmecker Ost egal. Saftig sollte der Bräuler sein und kross und bitte, bitte keine Bückware. Schließlich lagen vor seiner Erfolgsgeschichte 2 Jahrzehnte voller Entbehrungen. Na, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre war ich Hauptdirektor in Thüringen für den Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Da herrschte ja noch die sogenannte Rationierung oder Rationalisierung der Lebensmittel vor. Ja, da war eigentlich die Lebensmittelversorgung gekennzeichnet durch die Mengen und auch teilweise die Qualitäten, die auf der Lebensmittelkarte waren. An Geflügel war damals noch nicht zu denken. 1945 wurden laut Befehl der sowjetischen Militäradministration die Konsumgenossenschaften eingeführt. Die Grundversorgung der Werktätigen musste gesichert werden, wenn auch nur mit Lebensmittelmarken. Das Angebot verbesserte sich Anfang der 50er Jahre allmählich. Fleisch gab es hin und wieder auf Zuteilung. Geflügel aber blieb die absolute Ausnahme. Ja, nach dem Krieg war die Versorgung schlecht. Geflügel, würde ich sagen, war außer Weihnachten nie im Angebot. Ich komme also vom Lande, aus einer Bauernfamilie. Wir hatten also da nicht so das Problem mit der Versorgung, da wir eine eigene Hühnerhaltung hatten und auch Schweine und Rinder hatten. Also da war schon für Fleisch gesorgt und für Wurst. Ich persönlich habe immer viel lieber das aus dem Dorfkonsum gegessen, weil ich das ewig Eingeweckte nicht so mochte. Aber ich weiß es von Bekannten und von Freunden, dass also die Versorgung nicht so gut war. So konnte die kleine DDR natürlich nicht flächendeckend mit Geflügel versorgt werden. Wenn jeder Bauer seinen eigenen Mist macht, wird das nichts, sagte die Partei. Ihre Zwangskollektivierung passte den meisten Bauern nicht, auch wenn Propagandafilme über die LPG damals das Gegenteil behaupteten. Die wollen eine LPG gründen. Das wird vielleicht das Beste sein. Werden wir mal sehen. Ganz nach sowjetischem Vorbild feierten in den 50er Jahren Partei und Staat die DDR-Kolchosen. Die LPG sollte es richten mit der Versorgung. Und die Bauern, die mussten mitziehen, ob sie wollten oder nicht. Ende der 50er Jahre schließlich wurde die Rationierung der Lebensmittel aufgehoben. Die Versorgungslage auch beim Fleischer entspannte sich etwas. In den 60er Jahren, dann sind wir auch zum Fleischer gegangen, aber da gab es natürlich nur Schmierwurst. Und das war Leberwurst und Mettwurst, weil die am weitesten sich ausstreichen lässt, weil es die preiswerteste war. Und Sonnabend gab es Bockwurst. Einmal in der Woche eine Bockwurst pro Nase und Sonntag gab es Schnitzel. Und das war dann schon gut mit Fleisch vom Fleischer. Auch an der sozialistischen Imbissbude ging es vor allem um die Wurst. Der sogenannte Dampfriemen bekam sogar seine eigene Hymne. Wer die Bockwurst hat erfunden, weiß man heute nicht ganz genau. Einer meint es wie ein Doktor, einer sagt eine Metzgerfrau. Uns soll das ganz Schnuppe sein. Sie kommt nicht in die Suppe rein. Nein. Ja, wir beißen, die Kalten und die Heißen, im Stehen und im Sitzen, jederzeit.
Anfang der 60er keimten neue Hoffnungen. Geflügel war noch Mangelware, aber das DDR-Fernsehen zeigte dafür einen prall gefüllten Laden in Ost-Berlin. Landesvater Walter Ulbricht forderte auf dem 5. SED-Parteitag, Westdeutschland im Pro-Kopf-Verzehr zu überflügeln, wohl nach der Formel überholen ohne einzuholen. Hinter den Kulissen arbeitete man an einer neuen kulinarischen Geheimwaffe. Sie sind nur auf der Welt, um in wenigen Wochen fett und fleischig zu werden. Ihr englischer Name, Broiler, bedeutet nämlich nichts anderes als Brater. 9 Wochen ist dieser Broiler alt. Und sein Lebendgewicht von 1350 Gramm entspricht reichlich 1100 Gramm Endgewicht auf dem Tisch der Verbraucher. Der verändernde Eingriff in die Natur ist gelungen. Wissenschaftler und Züchter haben einen neuen Weg gewiesen. An den Praktikern ist es jetzt, ihn zu gehen. Der Unterschied liegt auf der Hand. Noch aber schmorte der Broiler in den volkseigenen Versuchslaboren. Viele Hoffnungen hingen am Geflügelbrater. Die Realität in den Fleischereien nämlich sah nicht so rosig aus. Anfang der 60er Jahre war ich beschäftigt in Landsberg bei Halle. Und da war immer so ein Kapitel beim Fleischer. Es gab nur etwas früh, dann gab es etwas Nachmittag, besonders viel Bücktischware. Und meine Frau hatte immer große Probleme, weil sie von der Bücktischware nicht bekommen konnte. Es stellte sich auch heraus, dass dann die Lieferungen aus der Sowjetunion weniger wurden. Umso mehr wurde die Forderung gestellt, dass die landwirtschaftliche Produktion zu steigern war, um den Bedarf der Bevölkerung abzusichern. Ich kann mich da noch gut entsinnen, dass diese Engpässe damit überbrückt worden sind, dass man zumindest hier bei uns auf dem Lande beim Fleischer wieder Strichlisten führte und dass man für Butter Karten einführte. Dort, wo man ein Stück Butter kaufte, da wurde Stempel drauf gedrückt, sodass dann, wenn die Karte voll war, also das Monatskontingent erledigt war. Anfang der 60er entstanden neue Engpässe. Der große Bruder verringerte seine Fleischlieferungen. Die Genossenschaftsbauern konnten die Versorgungslücken nicht ausfüllen. Vor den Fleischereien etablierte sich ein anderes Tier, die DDR-Schlange. Es entstand ja auch in den Folgejahren die Situation so, dass an den Wochenenden Schlangen bildeten vor den Geschäften, insbesondere vor den Fleischverkaufsstellen. Nun trat der nörgelnde DDR-Kunde auch im Fleischerladen auf den Plan. Die Verkäuferinnen mussten darauf vorbereitet werden. Ein üppig ausgestattetes Geschäft diente als Kulisse in einem Ausbildungsfilm für das künftige Personal. Die Kleindarsteller hatten keine Mühe, sich in die Spielszenen hineinzuversetzen. Ich möchte gerne bitte 200 Gramm Gänsebrust. Haben Sie bitte mit Fettrand. Nein, ist leider alles mager, meine Damen. Ach, nein. Der gekochte Schinken. Haben Sie etwas mageren da? Gekochten, Fräulein, bitte. Ist auch etwas auch fett, sehr fett. Ich sehe das schon, ja. So wenig Zeit, geben Sie mir bitte 100 Gramm Fleischbrust dann. Bitte schön. So, bitte schön. Danke sehr. 1,60 Mark, bitte. Bitte, recht schön, Dank und auf Wiedersehen. Fräulein, ich hab Sie eilig. Ich hab schon eine Viertelstunde gewartet. Aber mein Herr, das stimmt doch auch nicht ganz. Ein Moment, ich bediene Sie. Nein, also ich hab keine Zeit. Ja? Also, ich möchte hier Knoblauchwurst. Ach, na hören Sie mal, ich war doch zuerst da. Nein, ich wollte doch nicht so boshaft. Ich muss auch noch aber meine Damen, ich darf die doch. Ja, was ruhiger zu sein. Sie werden beide bedient und das geht sehr schnell. Sehen Sie, auch solche Kunden haben wir mitunter. Und wenn beide Rücksicht nehmen aufeinander, so lernen die Kunden auch von der Verkäuferin Rücksicht zu nehmen und recht nett zu sein. Das Casting für meckernde Kunden hätte man sich sparen können, denn solche Szenen gab es reichlich im wirklichen DDR-Leben. Im August 62 schrieb die Potsdamer Staatssicherheit einen Stimmungsbericht aus der Bevölkerung an das SED-Politbüro. Wenn die Regierung nicht in der Lage ist, die Versorgung zu garantieren, soll sie sich nicht wundern, wenn der 17. Juni sich wiederholt. Am 2.8.62 gab es pro Familie 50 Gramm Wurst. Die wurden höhnisch zurückgewiesen.
Vor den Verkaufsstellen stehen die Kunden 2 bis 3 Stunden an. Sie fragen, warum sind alle Geschäfte leer? Kunden schimpfen auf die führenden Funktionäre und die Unfähigkeit. Solche Pannen zeigen, dass die DDR langsam pleite macht. Innerhalb von 14 Tagen muss diese Panne behoben sein. Sonst gibt es Krach. Die Schuld an der gegenwärtig schlechten Lage haben die Gewerkschaften. Man sollte den FDGB auflösen und alle Funktionäre in die LPG stecken. Im anderen Deutschland indes überraschte Ende der 50er Jahre ein norddeutscher Konzern den westdeutschen Verbraucher. Hühnerfleisch als neues Wohlstandssymbol jeden Tag zu haben. In den USA kaufte man eine spezielle Geflügelzucht, die in 6 Wochen schlachtreif ist. Fertig zum Grillen. Oder, wie die Amerikaner sagen, Chicken ready to broil. Aber als Broiler kam der Vogel nicht auf den BRD-Markt. Den Namen versteht unsere westdeutsche Hausfrau nicht, waren sich die Marketing-Experten einig. So kam das Goldhähnchen in die Wienerwald-Restaurants. Firmengründer Friedrich Jahn warb mit dem Slogan: Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Das Hähnchen war in der alten BRD seit den 60er Jahren in aller Munde. Und wieder schaute der Ostverbraucher in die Röhre. Während dem Bürger West die gebratene Taube nun sprichwörtlich ins Maul flog, war in der DDR nach wie vor gebratenes Geflügel eine Rarität. Es wurde nur zu besonders festlichen Anlässen oder für besondere Personen eingeflogen. Hinter verschlossenen Türen brütete deshalb der DDR-Ministerrat einen Beschluss aus. Aufbau moderner Großanlagen für die industrielle Produktion von Schlachtvieh, Schlachtgeflügel und Eiern. Die DDR wollte auch ihren Wienerwald. Internationale Erfahrungen wurden gesammelt, unter Federführung von Ministerratsmitglied Dr. Helmut Koch. Wir haben zum Beispiel in der Schweinemast Erfahrung gesammelt von Jugoslawien, Kombinat Emona. Wir haben in der Eierhaltung und Geflügelhaltung Kenntnisse übernommen von Westdeutschland. Wir haben in der Rindermast, zum Beispiel in der großen Fidländer Wiese, Erkenntnisse und Erfahrungen übernommen von England. Und haben auch beim Aufbau des Schlacht- und Verarbeitungskombinates, was eigentlich mit der größte Brocken auch des Valuteaufwandes war, das zusammen in Kooperation organisiert mit einer Westberliner Firma. Walter Ulbricht musste neue Wege gehen. Die Sowjetunion wollte nicht mehr die wirtschaftlichen Schwankungen des kleinen Bruders ausgleichen, also mussten Ulbricht und Genossen handeln. Auf der AGRA, der jährlichen Leistungsschau sozialistischer Landwirtschaft, zeigten Experten stolz ihre neuesten Zukunftspläne. Gigantische Anlagen für die industrielle Tierproduktion, riesige Ställe voller Rinder, Schweine, Hühner. Die Visionen der Landwirtschaftsstrategen waren dem Landesvater irgendwie unheimlich. Walter Ulbricht hatte bei solchen Dimensionen seine Zweifel. In dem Umfang, wie wir dann mit industriebasierten Produktionsmethoden in die Breite gegangen sind, entwickelten sich bei Walter Ulbricht Vorbehalte. Und zwar Vorbehalte in einer Richtung, ob diese Entwicklung richtig gewichtet ist zwischen der traditionellen Landwirtschaft. Das heißt also, ich sage ehrlich, er hatte Sorgen, dass diese industriemäßige Großproduktion sich nachteilig auswirkte, wo das nicht der Fall war. Sie müssen ja sagen, Genossen Ulbricht, dass das ja Zucht, ausgesprochener Zuchtbetrieb ist und ja Hochleistungstiere gezüchtet werden für die Republik. Was kostet ein Kuhplatz? Der Kuhplatz wird ungefähr 8.000 Mark kosten. 8.000 Mark? Nein, alles, die gesamte Anlage. 4.000 Mark von Zeit. Ja, entschuldigung. Jeder experimentiert für sich, ja? Dieser Subjektivismus kostet uns doch Millionen. Und man muss damit Schluss machen. Nach dem Beschluss, der nächste Woche im Ministerrat gefasst wird, kriegen sowieso kein Baumaterial dafür mehr. Was in der DDR nur im Modell zu sehen war, besaß Jugoslawien bereits im Original. Im Agroindustriekombinat Emona wurde nach amerikanischem Vorbild industriemäßig das Ei gelegt und der Broiler gemästet. So schickte Walter Ulbricht seine Geflügelexperten in das etwas andere Bruderland. Die Jugoslawen haben an sich sehr früh begonnen, im Zusammenwirken mit der BRD industriemäßige Anlagen zu errichten. Und da waren wir als DDR noch nicht so weit. Die Ungarn hatten Anfänge, die Bulgaren und andere auch nicht. Und demzufolge bot sich's an. 1966. Walter Ulbricht reiste höchstpersönlich nach Jugoslawien.
Der Aufbau riesiger Geflügelfarmen in der DDR wurde bei dieser Reise zur Chefsache. Die Weltpresse verfolgte mit großem Bahnhof das Treffen des ungleichen Bruderpaares. Walter Ulbricht und Josip Broz Tito auf der Abschlusspressekonferenz. Wir haben uns nicht einmal über Formulierungen gestritten, ja? Nein, nein, keine. Als alte Genosse und alte Kämpfer haben wir das so. Ja. Walter Ulbricht besuchte in Jugoslawien auch die Geflügelfarm im Agroindustriekombinat Emona. Er war fasziniert von den jugoslawischen Korthühnern. Darüber hinaus wurden zwischen den einzelnen Betrieben bzw. Kombinaten Vereinbarungen getroffen über die Kooperation. Das heißt, die gemeinsame Produktion bestimmter wichtiger Erzeugnisse, die dem Weltstand entsprechen. Und Walter Ulbricht war begeistert und sagt, so etwas baut er mir auch auf. Und dann haben wir über Jugoslawien ja alle internationalen Verträge abgewickelt. Wir konnten niemals direkt mit England verhandeln oder das auch über Jugoslawien machen. Wir haben die Projekte zum Beispiel auch von Jugoslawischen bestätigen lassen oder ihre Unterschrift runtergegeben. Ne? Mit den Jugoslawen an der Seite begann Mitte der 60er Jahre das gigantische Aufbauwerk auf der grünen Wiese. Es sollte das Größte, das Beste und das Modernste werden. Maschinen und Anlagen wurden importiert aus Jugoslawien und auch aus England. In den riesigen Hallen wollte man insgesamt 3 Millionen Broilermasttiere und 900.000 Legehennen unterbringen. In Königs Wusterhausen bei Berlin entstanden die ersten Gebäude des Kombinates Industrielle Mast, kurz KIM genannt. Die Hauptstadt sollte bedarfsgerecht mit Eiern und Geflügel beliefert werden. Und dafür brauchte der sozialistische Musterbetrieb unzählige Fachkräfte. Wir haben aus der ganzen DDR Jungfacharbeiter hierher geholt, nach Königs Wusterhausen. Weil KIM Königs Wusterhausen der erste Betrieb in der DDR war, der aufgebaut wurde, und er war der Beispielsbetrieb. Im Namen des Broilers entstanden vielerorts ganze Wohnsiedlungen neu. Die brauchten natürlich ihre Wohnung. Dafür haben wir 2000 Wohnungen gebaut. Also hat es natürlich viel Krach gegeben, ich möchte das mal sagen. Auch mit Einheimischen. Ja, ich meine, die Leute, die aus der Republik kamen, mussten ja eine Wohnung kriegen. Solche Probleme konnten die sozialistische Erfolgsstory des Broilers nicht aufhalten. Überall im Land entstanden neue KIM-Betriebe. Insgesamt sollten es 22 Mastbetriebe werden. In der BRD dagegen plante man zu dieser Zeit etwas völlig anderes. War die Zeit des Goldhähnchens schon vorbei? An der Lehr- und Versuchsanstalt für Kleintierzucht in Kiel züchten Wissenschaftler bereits seit einem Jahr an einer neuen Kaninchenrasse, die die Brathähnchenwelle eines Tages ablösen soll. Professor Tegtmeier, der die Oberaufsicht über diese Versuchskaninchen führt, will zweierlei. Er will der Landwirtschaft zu einem neuen Produktionszweig verhelfen und dem Brathähnchenesser als Alternative das Brathäschen anbieten. Der Geschmack dieses Kaninchenfleisches liegt etwa zwischen Kalb und Huhn. Das Leben der Kaninchen stellt sich Professor Tegtmeier nicht anders vor als das der Hühner. Sie leben in Gitterkäfigen, die Fütterung kann automatisiert werden, der Mist fällt in eine Grube. Die Bauern West waren für die Aufzucht des Brathäschens nicht zu begeistern. Und hopp, landete die Idee in der Grube. Anders die Erfolgsstory der Geflügelkombinate im Osten. Nicht nur die Broilermastanlagen waren hochmodern, auch die Brüter hatten Weltniveau. Schließlich sollte jeder DDR-Haushalt ausreichend mit frischen Eiern und mit Geflügel versorgt werden. Die Zauberformel dafür hieß KIM. Und dieser Name war Programm. Wir hatten Überlegungen. Zuerst glaubten wir, einen Namen zu finden, industrielle Tierproduktion, der nun alle Betriebe oder alle Arten der Produktion einschließen sollte. Aber sind dann davon abgekommen und haben uns zu KIM entschlossen, in Verbindung mit diesem Werbeslogan köstlich immer marktfrisch. Köstlich immer marktfrisch haben wir in den Vordergrund gestellt und dann etwas kleiner darunter die Bezeichnung Kombinate Industrielle Mast gemacht. Musik.
Bei der Produktbezeichnung Broiler hielt man sich an das amerikanische Original. Ein Huhn oder ein Hahn gleichermaßen, gezüchtet und gemästet in nur 56 Tagen allein zum Grillen. Das ist nun mal ein Broiler. Warum also soll man das Ding nicht beim Namen nennen? Und Goldhähnchen, die gab's ja schon. Irgendwo. Ja, wir hatten die Aufgabe, dafür eine Bezeichnung zu finden. Darüber wurde beraten und zum Schluss habe ich entschieden, dass dieses Produkt Goldbräuler heißt. Knusprig, gesund, schmackhaft, verlockend. Broiler. Geflügelten Appetit. Für uns war es nicht schlecht. Wir waren froh über jede Erneuerung. Auch gerade im Essen, wenn man neu auf den Markt kam, waren wir glücklich und froh. Und wir waren damit auch zufrieden. So wie es war. Der Goldbräuler, also eben, den empfand ich als saftiger, fleischiger. Und man hatte was in der Hand. Der hat bestimmt genauso geschmeckt wie ein Westbräuler. Bloß, dass man da Hähnchen gesagt hat. Und wir kannten das unter Bräuler. Im Januar 1967 war der Aufbau der industriellen Tierproduktion in Königs Wusterhausen abgeschlossen. Alle Programme in diesem Musterbetrieb liefen planmäßig. Parallel zur Legehennenhaltung und zur Bräulermast wurden hier die künftigen Facharbeiter aller DDR-KIM-Betriebe ausgebildet. Dem Laien erklärte man es auch mit Poesie und Zeichenstift. Das ist eigentlich das Prinzip der Bräulermast hier dargestellt. Wir haben hier erst einmal den kleinsten Bräuler, wie er reingekommen ist. Er wächst heran zum mittelgroßen und dann zum Schlachtreifenbräuler. Also saufen, fressen, faulenzen und trotzdem den Plan erfüllen. Denn die Ruhe gehört ja dazu. Ruhe und Rast ist die halbe Mast. Solchen Müßiggang konnten sich die Werktätigen nicht leisten. Die Produktion stieg stetig. Hochbetrieb also auch in allen Schlachthöfen. Über die Hälfte der Belegschaft in Königs Wusterhausen waren Frauen. 1967 lieferte dieser KIM-Betrieb 150 Tonnen Geflügelfleisch nach Ost-Berlin. Bei einem solchen Schlachtplan mussten alle mitziehen. Auch die Tiere. Ja, dieses Bild bringt uns den Schlachtprozess etwas näher. Hier kommen die Hühner selbst zum Schlachten. Sie kleiden sich aus vorhin und setzen sich in den Zerlegungsapparat rein und kommen dann raus als Grillbräulerfertige, als Suppenhühner oder als Suppe. Die KIM-Betriebe produzierten Ende der 60er Jahre aber nicht nur Broiler. Auch Eier gab es jetzt in Hülle und Fülle. Doch der Verbraucher Ost war bis dahin zum sparsamen Umgang erzogen und verstand sie nicht, die neue Eierei. Eine Herausforderung für die Werbespezialisten der 1000 Teletipps. Gegenwärtig werden in unserer Republik täglich 9 Millionen Eier und 220.000 Stück Schlachtgeflügel verzehrt. Entsprechend dem ständig wachsenden Bedarf ist in den nächsten Jahren eine weitere Erhöhung der Produktion von Eiern und Geflügelfleisch vorgesehen. Eier sind wohlschmeckend, schnell zubereitet, gehaltvoll. Deshalb, nimm ein Ei mehr. Wenn wieder wenig Eier da waren, dann hieß es wieder, Eier haben einen zu hohen Cholesteringehalt und nimm ein Ei weniger. Oder der Mensch darf in der Woche bloß ein oder zwei Eier essen. Ja? Und die versteckten in Nudeln noch gar nicht gerechnet. Ei ist bekanntlich nicht gleich Ei. Noch ist der Anteil an Kühlhauseiern im Angebot wegen der jahreszeitlich bedingten Saisonschwankungen bei der herkömmlichen Eierproduktion recht groß und verursacht unserer Volkswirtschaft zusätzliche hohe Kosten. Ein vollfrisches Hühnerei. Es ist wohlschmeckend und lässt sich auf vielfältige Weise verzehren. Ein Ei, das ich ins Glas schlagen kann, Rotwein zugeben kann und ein bisschen Zucker durchquirle und so trinke zur Stärkung. So war doch mal über Jahre die Methode, Menschen ein bisschen zu kräftigen, wenn sie so ein bisschen durch Krankheit geschwächt waren. Das Trinkei muss solch eine Qualität haben, dass man es
ohne Sorge für die Gesundheit auch trinken kann, dass da keine Keime drin sind, vor allen Dingen keine Salmonellen. Bei Kim lief's wie geschmiert. Alle 56 Tage entkleideten sich die Bräuler-Kompanien freiwillig und räumten das Schlachtfeld. Und die Unterkünfte mussten stubenrein sein, bevor die nächste Generation eingezogen wurde. Das Erste, was morgens früh passierte, wenn der Facharbeiter in den Stall kam, war, dass er horchte, lauschte, ob die Hühner singen. Nicht so lautes Gackern, sondern tut, 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 tut. Und das war wichtig, dass der Besatz in einem Käfig nur so viel sein darf, wie die Fressfläche an Schulterbreite aller Tiere hat. Jedes Übertreiben ist schon fehlerhaft. Denn dann gibt es Tiere, die unterdrückt werden. Und die, wir haben nicht mehr den Gesang, sondern die haben ein Klagelaut. Irgendwie hört man das raus. Ich kann es jetzt mit Worten nicht richtig fassen, aber die Facharbeiter wussten. Die wussten, was los ist, nicht? Wenn man die Tiere vernünftig anspricht, dann leisten sie auch etwas. Das soll ja beim Menschen auch nicht anders sein. Aber zurück zum Goldbräuler. Schon sehr früh überlegten die Genossen, wie sie das saftige Federvieh an den Mann bringen konnten. Auf höchster Ebene wurde der Ausbau spezieller Bräuler-Bars geplant. Und wieder waren die Kundschafter zuerst im Westen unterwegs. Also wir haben uns das angeguckt bei Wienerwald und haben auch dafür gesorgt, dass die Ausrüstung bereitgestellt wurde dafür. Und haben dann abgestimmt mit dem Ministerium Handel und Versorgung, wie die Einrichtung sein sollte. Zurückgekehrt aus dem klassenfeindlichen Wienerwald wurde mit Pauken und Trompeten die Eröffnung der ersten drei Goldbräuler-Bars in Ost-Berlin für den November 1967 angekündigt. Der 50. Jahrestag der sozialistischen Oktoberrevolution schien thematisch gut zu passen. Alles war in einer derartig modernen Form. Und wie gesagt, auch die Kleidung war extra. Auch die Mädel bekamen eine sehr ansprechende, einwandfrei noch, die Kleidung. Und sie wurden auch gleich auf diese Einmaligkeit und Erstmaligkeit dieser Bräuler-Gaststätte ein bisschen geschult vorher, nicht? Geschultes Fachpersonal, groß angelegte Werbekampagnen, speziell eingerichtete Lokale. Kurz vor dem Ziel schienen sich selbst die Experten nicht mehr sicher. Wird das Unternehmen Goldbräuler auch vom Volke angenommen? Der deutsche demokratische Verbraucher war nun mal ein unberechenbares, rätselhaftes Wesen. Vielleicht wurden deshalb bei der offiziellen Eröffnung alle Register gezogen. Die Mädchen, jetzt sagt man ja Frauen, die dort serviert haben, waren alle jüngeren Datums, waren gut gekleidet, sehr gut gekleidet, einheitlich. Und nachdem der offizielle Teil vorbei war, waren alle Gäste natürlich auch davon gerührt, solche Anblicke genießen zu können. Ne? Auch die HO-Chefetage war sehr zufrieden. Im Rapport an das Zentralkomitee der SED vermeldeten sie die erfolgreiche Eröffnung der drei Goldbräuler-Bars in Ost-Berlin. Vor allem der netten Bedienung und dem Pepita-Dirndl zollten sie hohes Lob. Ein durch und durch gelungener Beitrag zu Ehren der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Die Bevölkerung hat das sehr schnell und sehr gut aufgenommen, denn wir haben ja innerhalb kurzer Zeit viel Bräuler verkauft. Ich kann mich da noch genau entsinnen, eine Gaststätte am Kino Weißensee hieß zum Goldbräuler. Und jedes Mal, wenn wir Sonntagabends mit dem Zug anreisten, war dort die Gaststätte restlos voll. Häufig war viel los und dann waren sie ein bisschen sehr ungehalten manchmal, wenn sie wieder anstehen mussten, obwohl wir sie schon gewöhnt waren. Kunden vor sich gehabt und die suchen vielleicht vierteln lassen, das nicht machen, also man hat nicht
Staat. Milan so viel wie gesetzt. Plan für den bitte. In zufrieden. Was ich immer hochwertiger nachher Stipendium geleistet haben, vier mit Pommes Fritz und mit Pommes. Das war natürlich. Und den haben so die Bräule den 8. D-Parteitag offiziell eben. Großen Städten und der Freund der Arbeit und Fleisch. Fleischverbrauch Bau eines neuen Fleischkombinats. Die Republik wurde immer hungriger. Die Thüringer Rostbratwurst und das Rostbrätel gingen weg wie warme Semmeln. Die Currywurst war sehr gefragt. Soljanka, Schaschlik oder Ragoufin gehörten zur DDR wie der Bautzner Senf zur Bockwurst. Und die war der Renner auf jeder Betriebsfeier. Eine Bockwurst, die konnten wir uns eigentlich immer leisten. Und die schmeckten auch immer recht gut. Vor allen Dingen die Halberstädter, wenn man die mal ergattern konnte. BW und MS, weiß nicht, dann hat den Mark 20 gekostet. BW ist Bockwurst und MS ist Mayonnaise-Salat. Und Schaschlik ist gemacht worden, aus allem, was zur Verfügung stand. Boulette gab es zum Beispiel noch. War eigentlich auch ein Renner. Und die hießen entweder Gummihacken oder Bremsklötzer. Eine recht schöne gute Currywurst hier in Berlin da von Konopka. Ja, das war eine, also das kann ich mich noch aus meiner Studentenzeit erinnern, war was Feines. Konopkes Currywurst ist auch heute noch beliebt. Unter dem U-Bahn-Bogen der Schönhauser Allee in Berlin schrieb dieses private Imbissunternehmen schon in der DDR-Geschichte. Nicht-Berliner hatten sich stets mit Insiderwissen gerühmt. In der Republik sagten sie hinter vorgehaltener Hand, wenn du in Berlin eine Currywurst essen willst, musst du zu Konopke gehen. Das war der Geheimtipp, den alle kannten.
Sogar das DDR-Fernsehen trug zur Legendenbildung bei und reihte sich Mitte der 80er Jahre in die Warteschlange ein. Ja, ich komme deswegen hierher, um irgendwann mal rauszubekommen, was für besondere Gewürz an diesem Curry dran ist. Ich habe nämlich schon experimentiert mit Zucker, mit Ingwer und mit sonst was, mit Zimt und solchen Dingen. Aber ich habe noch nie rausgekriegt, was die da dran haben. Hat eine ganz besondere Würze. Max Konopke ist Berliner Wurstmax und die Tochter Waltraud ist Chefin hier. Was ist denn eigentlich das Geheimnis Ihres Currys? Ist das ein Familiengeheimnis? Das ist ein Familiengeheimnis. Können Sie mir nicht ein bisschen verraten, was da drin ist? Nein, das kann ich nicht machen. Hab's noch nicht rausgekriegt, aber ich krieg's raus. Ich arbeite dran. Guten Appetit weiter, ne? Wo wächst denn eigentlich diese Wunderpflanze Curry? Bei uns im Garten haben wir einen Ketchupbaum. Ein Ketchupbaum, aha. Ein Curry. Eine Currywurst. Was meinen Sie, wenn man hier sich mal die Liste anguckt, Curry überwiegt ja völlig gegenüber den Senffürsten. Warum ist das so? Ja, Curry ist das Gefragte. Früher haben wir die, sagen wir mal, Macaroni gegessen mit Zucker oder mit Käse und heute essen ja unsere Kinder schon Macaroni mit Ketchup. Das ist so eine Ketchup-Epidemie. Selbst ein guter Absatz konnte in der Planwirtschaft gefährlich werden. Da wurde ich mal aufgefordert, einen Bericht zu machen vor den Abgeordneten des Stadtbezirkes. Da habe ich dann natürlich auch angegeben, wie viel Wurst wir verkaufen. Habe das mal ausgemessen und dann umgelegt, dass wir im Jahr also die ganzen Würste hintereinander packen, dass es dann eine Strecke von Berlin bis nach Plauen unten in Thüringen oder Sachsen ist, nicht? Da wurde ich nächsten Tag natürlich ganz doll kritisiert von unserem obersten Fürsten, dem Stadtrat Herbert damals, der für die Gastronomie der Hauptstadt zuständig war, dass man darüber nicht, dass man da nicht angibt, nicht? Sonst sperren sie uns das Fleisch und. Es gab schon mal so ein bisschen Lücken und da mussten wir ein bisschen vorsichtig sein. Die Lücken gab es besonders südlich und nördlich der DDR-Hauptstadt. Aber sonst waren die Tische reichlich gedeckt, die Speisen bezahlbar. Man bekam zwar nicht immer das, was man wollte, doch daran hatten sich die Kunden im Osten längst gewöhnt. Der Goldbräuler blieb eine Erfolgsgeschichte. Ein wichtiges Ziel konnte allerdings nicht erreicht werden. Eine Kontrolle der Arbeiter- und Bauerninspektion stellte fest, es ist erkennbar, dass zielstrebig der Einsatz von Geflügel erhöht wurde. Aber es gelang nicht, den Verbrauch von Rind- und Schweinefleisch entscheidend zu senken. Mit dem Bräuler konnte also die Bevölkerung zunehmend besser versorgt werden. Und jetzt komme ich auf die BRD. Weil wir ja auch wussten, dass ja also in den 70er Jahren in der BRD ja die sogenannte Fresswelle sich entwickelt hatte, dass die Menschen für gutes Essen viel ausgegeben haben. Und das schwappte auch zu uns rüber. Anfang der 80er Jahre bekam das Wiener Waldhändl in der BRD große Konkurrenz. Für den Verbraucher West war das neue Fastfood-Angebot lieber auf den ersten Biss. Von diesem neuen Trend erfuhren natürlich auch die DDR-Bürger, jedenfalls die, die das Westfernsehen sehen konnten. Wieder warfen sich die Genossen an die Imbissfront, ganz nach dem Motto, was der Westen kann, kann der Osten schon lange. Mit Beginn der 80er Jahre kam ein völlig neues DDR-Imbissprodukt auf den Markt. Die sogenannte Kettwurst, die einem irgendwie bekannt vorkam. Damals war sie nur in Ost-Berlin zu haben. Heute gibt es die ostdeutsche Antwort auf den Hotdog noch immer. Zum Beispiel in Berlin, in der Schönhauser Allee. Die Kettwurst. 1979 präsentierte ein Jugendkollektiv auf der Messe der Meister von Morgen ihre knackige Erfindung. Die jungen Forscher waren gerade vom Urlaub in Ungarn zurückgekehrt. Die waren in Budapest und haben sich dann doch noch diesen Hotdog angeguckt. Das muss doch bei uns auch zu machen sein, nicht? Und wie denn und so, naja. Naja, und dann haben sie dann Scheibchen für Scheibchen, der Name Hotdog durfte nicht genommen werden. So, der Name Wurst war da und Ketchup und dann hat man Kettwurst daraus gemacht. So, dann haben die Techniker dann die ersten heißen Stiele entworfen, wo man die Brötchen raufgestülpt hat. Ich weiß noch, dass es ein ganz furchtbar langer Prozess war, ehe man denn einen Bäcker fand, der denn, da ging das nicht mit diesem Ostteig, nicht? Der schön fest ist, ein festes, knuspriges Brötchen. Da muss es den Luftteig haben, nicht? Wo du es raufmachen könntest, dass dann auch ein Loch bleibt.
Auf der Jugendmesse erhielt der Osthotdog für das Exponat Versorgungslösung Kettwurst eine Urkunde. Und auch der Kunde war begeistert. Im Westen war ja die Bratwurst wurde ja geschnitten. Und im Osten hat man die natürlich nicht geschnitten, hat man die Bratwurst so gekriegt auf dem Pappteller. Und dann, wenn die heiß war, hat man dann erstmal sich die Finger, waren alles fettig und dann war sie heiß und dann wusste man, dann ist er noch runtergefallen, halb aufgegessen runtergefallen. Also da war die mit der Kettwurst war eine gute Idee. Im letzten Jahrzehnt der DDR wurde es an den ostdeutschen Imbissständen immer kreativer. Die Grilletta kam. Verkauft wurde sie in Ost-Berlin und in Leipzig. Das Ostpendant zum Hamburger fand dort reißenden Absatz. Auch der Grilletta nicht einmal eine Westreise. Ja, also bei der Entwicklung von Grilletta konnten wir nicht auf McDonald's schielen, da wir nicht die Möglichkeit einer Reisetätigkeit hatten. Das Reisen war ja beschränkt ins östliche Ausland. Da hat man natürlich mal im Ungarn am Balaton so einen Burger gegessen und wusste auch, wie der schmeckt und wie der aussieht so ungefähr. Aber wir konnten den nicht, sag ich mal, total analysieren und dann sagen, oh, jetzt machen wir den genau nach. So war es nicht. Wir hatten bei uns in der Firma Hackfleischprodukte, gewürzte und ungewürzte, die aber der Verbraucher mehr so aufs Brot strich oder die er als Bulettengrundlage benutzte. Und anhand dieser Rezepturen haben wir da so ein bisschen weiterentwickelt und hatten dann die Grillette gezaubert. Noch heute wird die Grillette mancherorts nach den Originalrezepturen hergestellt und verkauft. Damals durfte man zu diesem Burger nicht Hamburger sagen. Und Berliner oder auch Leipziger, das schien zu gewagt. Denn die Ähnlichkeit zu schon existierenden Angeboten im Westen lag auf der Hand. Die Grilletta schmeckte den Leuten. Sie war saftig, sie machte satt und so mancher konnte nicht genug von ihr haben. Und die Leute haben es sehr schnell mitgekriegt, dass das Zeug schmeckt und dass es mal was anderes ist. Und es war ja auch nicht teuer. Es hat ja nur noch nicht mal 2 Mark gekostet. Und wenn man 2 von denen gegessen hat, dann war man satt. Den ganzen Tag. War wirklich gut. Und dann haben manche jungen Leute haben auch ein Wettessen gemacht. Die haben dann bis zu 6 oder 8 Stück geschafft. Ich glaube, 8 war das höchste. Und irgendwann schaffte es die Grilletta sogar bis in den Norden der Republik. Die Autobahnraststätte Walsleben überraschte die Kundschaft mit einem erstaunlichen Imbissangebot. Für nur eine DDR-Mark und 70 eine Grilletta zum selber bauen. Dann gab es mal Zeiten, da gab es kein Ketchup. Da haben wir uns was Neues einfallen lassen. Und dann wurde Chutney gekocht bei uns in der Küche und wurde das auf die Grilletta raufgemacht. Und dazu kann ich ja nur eine Story erzählen, weil die ganzen Tuppen, das war Chutney. Und dann haben wir auch selber Marmelade gekocht und sowas alles. Und dann hat so der eine Mensch mal, der da Chutney holen sollte für seine Grilletten, hat aus Versehen dann Pflaumenmus geholt. Und dann hat er das Pflaumenmus auf die Grilletten draufgemacht. Die Leute haben das gegessen. Ging hervorragend. Irgendwann war er dann doch pappesatt, der Bürger Ost. Als die Mauer in den Töpfen fiel, da kam er mit großem Pomp. Der Klops von Welt. Und in seinem Gefolge zahllose, unbekannte Fastfood-Kollegen. Da gab es Hotdog. Und vom Begriff her vielleicht irgendwie von der Westverwandtschaft schon einmal gehört, dass Hotdog gibt, aber sowas gab es hier nicht. Und dort haben wir es dann gegessen. Das Schlimme war nur, wenn ich das heute so sehe, wir haben die Wurst rausgezogen und die halbe Semmel dort gelassen im Abfallkorb. Das war natürlich Frevel, aber weil wir ja von hier nur Bockwurst gewohnt waren oder Wiener und da gab es viel Wurst und wenig Brot dazu. Dort war ja die Semmel größer als die Wurst und das war man natürlich nie gewohnt. Und er dreht sich immer noch, der goldene Vogel aus dem Osten. Trotzig fast schreiben viele wieder Bräuler in ihre Speisekarten. Ob sich die Kettwurst oder die Grilletta behaupten können, ist ungewiss. Den Goldbräuler jedenfalls interessiert es nicht die Bohne. Aber das ist eine ganz andere, nämlich die nächste Geschichte über die Kaffeebohne.